Berechnung eines zweifach statisch unbestimmten Systems mithilfe des Kraftgrößenverfahrens. Als ersten Schritt müssen wir uns dieses gegebene System umwandeln in ein statisch bestimmtes System. Das zweifach statisch unbestimmt ist, müssen wir hier zwei Sachen verändern. Und zwar füge ich jeweils über dem Auflager B und C ein Gelenk ein. Das heißt, das sieht dann so aus. Die Lager bleiben gleich, nur dass wir jetzt hier jeweils dann anstelle eines Durchlaufträgers ein Gelenk und einen Moment an der Stelle, und zwar einen Moment von 1 bekommen. Nun, dies ist dann unser statisch bestimmtes Hauptsystem. Jetzt berechnen wir als erstes die Reaktionen durch die äußere Belastung. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und zwar haben wir dann mittig jeweils eine Kraft von 10 kN angreifen. So. Die Auflagereaktion stellt sich wie folgt dar. Und zwar haben wir, das soll M0 werden. Und jetzt haben wir auch die Auflagereaktion A0. Und die ist gleich. Die Kraft wandert hier zur Hälfte in das Auflager A und zur Hälfte in das Auflager B. Das heißt für uns, wir haben 5 kN als Auflager A 0. Das ist identisch mit dem Ende. Das heißt, das ist auch gleich D0. Also D0 ist gleich 5 kN. So. Als nächstes berechnen wir uns B0. B0 setzt sich zusammen aus den 5 kN, die von diesen 10 kN hier da reinwandern. Und die 10 kN teilt sich ja auch auf in beide Auflager. Und das heißt, wir haben zweimal diese 5 kN. Und das sind 10 kN. Da das gespiegelt werden kann um diese Achse, das System, haben wir in diesem Auflager die gleiche Belastung, also C0 ist ebenfalls 10 kN. So, jetzt können wir anhand dieser Information uns den Querkraftverlauf einzeichnen. Als erstes würde ich den Momentenverlauf einzeichnen. Der sieht qualitativ wie folgt aus. Wir haben immer eine dreieckige positive Momentenfläche. Dieses Moment, so wie hier und hier das Moment, ist F mal L Viertel. Wir haben 4 Meter, das heißt 4 durch 4 ist 1, also ist das gleich 10, wenn wir das einsetzen. 10 mal 1 sind 10, also 10 kN Meter. So, daraufhin können wir uns jetzt den Querkraftverlauf einzeichnen, und zwar, ziehen wir die noch ein bisschen durch, so, haben wir hier von diesem Auflager 5 kN, die nach oben gehen, dann bei der Hälfte kommen 10 von oben, drücken diese dann wieder bei 5 runter, dann haben wir eine Auflagekraft von 10, die das dann wieder nach oben bewegt, dann kommen die 10 von oben, drücken die wieder um 10 nach unten, das heißt, um das mal anzugeben, 5 minus 5, dann Auflager wieder auf 5, dann wieder auf minus 5. Wenn wir dann wieder am Auflager sind, gehen wir wieder hoch auf 5. Die Kraft wieder runter auf 10, das letzte Auflager 5 hoch. Also minus 5. Das ist eine positive, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ. Also wäre das V0. So, damit haben wir jetzt erstmal alles für die äußere Belastung bestimmt, was für die weitere Berechnung dann notwendig ist. Als nächstes müssen wir uns überlegen, wie sieht denn die Belastung oder die Auflagereaktion nach
der Belastung durch die Momente aus. Dazu können wir errechnen, A1 ist gleich dem Moment geteilt durch die Länge, also ein Viertel. Das heißt, hier an dieser Stelle ist ein Viertel. Dadurch, dass hier auch dieses Gelenk angreift, können wir schon direkt sagen, dass hier das auch ein Viertel sein muss und somit das auch gleich C1 ist. A, B, C und D. D muss 0 sein. Hier ist das, hebt sich das Moment auf in dem Gelenk und wird nicht weitergeleitet bis zum Auflager D. Also D1 gleich 0. Auflager B bekommt zweimal von den Momenten. Von der linken Seite, von dem linken Moment, bekommt es minus ein Viertel. Und von der anderen Seite auch minus ein Viertel. Sodass das insgesamt dann minus ein Halb ist. Und wir die dann die Reaktion auch einzeichnen können. Also ein Halb nach unten. So, dann müssen wir uns überlegen, wie sieht der Momentenverlauf und wie sieht der Querkraftverlauf aus. Der Momentenverlauf sieht wie folgt aus. Hier ist das Auflager B, Auflager C, D, A. Und hier an der Stelle haben wir ein positives Moment von 1, das zu beiden Seiten dann hinweggeht. So, nun den Querkraftverlauf. Der Querkraftverlauf sieht wie folgt aus. Hier sind die Auflager. Hier gehen es ein Viertel nach oben. Dann kommt hier die Auflagerkraft, die nach unten gerichtet ist, von 1/2. Das heißt, hier ein Viertel nach unten, also minus ein Viertel bis zum Auflager. Da geht das dann wieder ein Viertel nach oben, sodass wir dann hier 0 haben. Hier ist es negativ und da positiv. Das war es auch schon zur Belastungssituation 1. Das können wir auch mal kurz angeben. Das sieht so aus. Die gleiche Situation stellt sich auch in der Belastungssituation 2 ein. So, wir müssen uns jetzt überlegen, wie groß ist B2. Daher haben wir hier wieder das Gleiche. Das Moment greift rechts an, also ist das 1 durch 4. Das Moment, die 1 geteilt durch die Länge, die Feldlänge ändert sich ja nicht. So, und das ist wiederum gleich D2. In diesem Fall ist A2 gleich 0. Und jetzt haben wir noch Auflager C, das ist genauso wie eben minus 1/2. Wobei wir jetzt dann quasi spiegelverkehrt das Moment einzeichnen. Wenn wir hier die Auflage haben, haben wir eine solche Momentenfläche. Und zwar haben wir hier 1 und diesen positiv. Der Querkraftverlauf ist genau wie eben bei dem Querkraftverlauf in der Belastungssituation 1. Und zwar geht er hier ein Viertel nach oben. Hier ein Halb nach unten auf minus ein Viertel und hier wieder ein Viertel nach oben, sodass wir hier positiv und da eine negative Fläche haben. So haben wir die Belastung schon gegeben und können uns auch dem rechnerischen Teil widmen, und zwar der Überlagerung der Momentenfläche.
Jetzt können wir uns überlegen, wie die Überlagerung aussieht. Und zwar benötigen wir hierfür, um das Gleichungssystem zu lösen, benötigen wir EI mal Delta 1, 0. Das sieht wie folgt aus, dass wir diesen Vorfaktor aus der Tabelle mal Moment an der, also Momentenfläche 0 mal Momentenfläche 1 mal der Feldlänge. So, das sieht wie folgt aus. Und zwar, um das mal zu skizzieren, haben wir jetzt folgende Momentenfläche, die wir überlagern müssen. Und zwar haben wir eine solche Fläche. Und zwar ist das die Momentenfläche M0. Das heißt, dieses Dreieck hat in der Mitte die Höhe. Es ist gleichmäßig. Das ist ganz wichtig, wenn man in die Tabelle guckt. Und dieses linke Dreieck, dies hat die Höhe an der rechten Seite. Das kann man sich auch raussuchen aus dem Tabellenbuch. Rechte Seite die Höhe, hier in der Mitte die Höhe. So dass wir dann einen Faktor von 1 Viertel bekommen. Moment M0 an der Stelle oder an der Stelle der Höhe ist gleich 10. Moment 1 ist gleich 1. Die Feldlänge ist 4. Jetzt haben wir das Ganze aber, das sieht man hier, jetzt haben wir das Ganze in diesem Feld und in diesem Feld und in diesem Feld und in diesem Feld. Würde jetzt hier zum Beispiel eine Fläche fehlen, die rechte, würde das wegfallen, weil dann ja das Moment da 0 wäre und somit würde die zweite Gleichung 0. Aber wir haben das Ganze insgesamt zweimal und deshalb erhalten wir dann 20. So, das Gleiche haben wir auch für Delta 2, 0. Da ist es ja mit dieser Fläche und der Belastung aus M0. Das hier ist M2. Das hier ist V2. Sodass wir dann auch denselben Vorfaktor für K erhalten. Da muss dann K stehen. Das ist 10. Das 1 mal 4. Und das Ganze haben wir auch zweimal. Ergibt 20. So, jetzt benötigen wir noch E mal I mal Delta 1, 1. Das heißt, dass wir jetzt im Endeffekt dann auch wieder das gleiche K mal M1 mal L. Und im Prinzip überlagern wir jetzt zwei Dreiecke, die die Höhe auf derselben Seite haben. Dafür haben wir ein K für ein Drittel. Das M ist 1 jeweils und die Länge 4. Und das Ganze haben wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn wir jetzt mal hier hochgehen, haben wir einmal diese Länge, 4 Meter und dann das gleiche hier. Und der Vorfaktor ist gleich, wenn die Höhen auf der gleichen Seite liegen. Das heißt, das Ganze mal 2, sodass wir dann erhalten 8 Drittel. Und das gleiche haben wir dann für Delta 2, 2. Das ist K mal M2 mal M2 mal L. Und das dann mal 2. Das kann man ja auch so hier stehen lassen. Hier oben haben wir das auch zweimal. Also insgesamt dann das gleiche mal 2. Und zwar haben wir jetzt denselben Vorfaktor. Ein Drittel mal 1 mal 1 mal 4. Und das gleiche zweimal ergibt 8 Drittel. Dann fehlt uns noch E mal I mal Delta 1, 2. Das heißt, die Belastungssituation 1, da ist in der Mitte das Feld, nur das linke Feld fällt raus. Das sehen wir jetzt, wenn wir die dann mit der 2 überlagern. Da haben wir in der Mitte ein gemeinsames Feld und das rechte ist auch oben dann im leeren. Das heißt für uns zwei Dreiecke, die die Höhen zur unterschiedlichen Seite haben, also ein Sechstel als Vorfaktor und dann M1 mal M2 mal L.
Und das Ganze haben wir nicht zweimal. Das heißt für uns, dass wir dann erhalten, eingesetzt, ein Sechstel mal 1 mal 1 mal 4 und das ergibt dann 2 Drittel. So, das gleiche haben wir, wenn wir 2 1 bilden. Da kommt genau dasselbe raus, weil wir auch wieder in der Mitte die zwei Dreiecke mit den Höhen zur unterschiedlichen Seite haben. Sodass wir dann hingehen können und unsere Gleichung x1 mal Delta 1,1 plus x2 mal Delta 1,2 plus Delta 1,0 soll gleich 0 sein. x1 mal Delta 2,1 plus x2 mal Delta 2,2 plus Delta 2,0. Wenn wir das dann umstellen, sodass wir Delta 1,0 und 2,0 jeweils auf die andere Seite bringen, erhalten wir dann eingesetzt und umgeschrieben für ein Gleichungssystem 8 Drittel mal x1 plus 2 Drittel mal x2 sind gleich minus 20 und 2 Drittel mal x1 plus 8 Drittel mal x2 gleich minus 20. Die Werte kann man sich hier rausholen und einfach für Delta 1,1 dann den ermittelten Wert 8 Drittel einsetzen. EI muss in unserem Fall nicht beachtet werden, weil es konstant ist und sich dann rauskürzt. Beziehungsweise, wenn man diesen Schritt gemacht hat und das alles eingesetzt hat, dann hat man am Ende, wenn man das Gleichungssystem gelöst hat, EI rausgekürzt. Deswegen lasse ich es hier weg, der Einfachheit halber. Normalerweise müssten wir jetzt hier nochmal 1 durch E mal I hinschreiben, jeweils zu den Zahlen, falls wir da einen Unterschied drin haben. Ja, das Gleichungssystem gelöst, ergibt uns dann x1 gleich minus 6, x2 gleich minus 6. Jetzt können wir anfangen und die reale oder die Auflagereaktion darstellen, indem wir x1 und x2 einsetzen. Als erstes berechnen wir uns die Auflagereaktion a ist gleich a0 plus x1 mal a1 plus x2 mal a2. Dann setzen wir unsere ermittelten Werte ein. Wir hatten für a0 5, minus 6 für x1. Ein Viertel haben wir da ausgerechnet. Dann haben wir minus 6 für x2 und a2 war 0, sodass wir erhalten 3,5 Kilonewton. B ist gleich b0 plus x1 mal b1 plus x2 mal b2. Das eingesetzt, haben wir 10 plus minus 6 mal minus 1,5 plus minus 6 mal b2 hatten wir ein Viertel. Ein Viertel. Sodass wir dann erhalten, ausgerechnet 11,5 Kilonewton. A ist gleich Auflagereaktion D, B ist gleich C, sodass wir die dann berechnet haben. Damit können wir uns auch den Querkraftverlauf zeichnen. Und zwar gehen wir hier 3,5 nach oben. An der Stelle der Kraft gehen wir 10 runter auf minus 6,5. Am Auflager gehen wir 11,5 nach oben, sodass wir hier bei 5 sind. Dann kommt die Kraft, da gehen wir auf minus 5, wieder 10 nach unten, 11,5 nach oben,
sodass wir hier 6,5 haben. Dann kommt die Kraft und wir gehen hier 10 runter auf minus 3,5. Dann kommen die 3,5 nach oben. So sieht dann der Querkraftverlauf V aus. Jetzt müssen wir uns überlegen, interessant sind ja hier immer auf der Hälfte die Momentenverläufe, wo die durch den Träger gehen und natürlich am Auflager. Diese Momentenverläufe sind für uns interessant. Durch den Träger gehende Querkraft ist immer das maximale Moment an der Stelle, also müssen wir berechnen, M Strecke AB halbe ist dann M0 an der Stelle plus x1 mal m1 an der Stelle plus x2 mal m2 an der Stelle, sodass wir einsetzen können. Wir hatten an dieser Stelle 10 plus minus 6 mal 1/2 plus minus 6 mal 0. Das Moment war 0. Das kann man gerne durch zurückspulen oder ich gehe nochmal hier hoch auf die Belastungssituation. Ja, hier an der Stelle wäre unsere Stelle AB halbe. Da haben wir 0, da haben wir keine Auswirkung. So, das ergibt dann ausgerechnet 7 Kilonewtonmeter. Wobei das Gleiche dann auch gilt für die Strecke CD halbe. Und wir uns jetzt noch überlegen müssen, wie sieht denn das an einem Auflager B aus? Das ist dann auch M0 an der Stelle plus x1 mal m1 an der Stelle plus x2 mal m2 an der Stelle. Eingesetzt haben wir dann 0 plus minus 6 mal 1 plus minus 6 mal 0, sodass wir erhalten minus 6 Kilonewtonmeter. Das ist dann gleich Auflager C. Jetzt ist noch interessant zwischen B und C halbe. Da hatten wir auch einen Querkraftdurchgang, wie man hier sieht, an dieser Stelle, sodass wir dann einsetzen müssen. Und zwar haben wir dann auch wieder M0 an der Stelle plus x1 mal m1 an der Stelle plus x2 mal m2 an dieser Stelle, sodass wir erhalten 10 plus minus 6 mal 1/2 plus minus 6 mal 1/2. 1/2 können wir ja nochmal nachgucken. Und zwar haben wir an dieser Stelle 1/2. Und das dann bei der anderen, bei M1 auch. So. Das ausgerechnet ergibt 4 Kilonewtonmeter, sodass wir dann einen qualitativen Momentenverlauf zeichnen können. So, und zwar einmal hier, einmal hier, einmal hier und die gleiche Höhe hier und da. So, dann haben wir hier 7. Nach unten hin soll der Momentenverlauf positiv sein. Da haben wir minus 6, 4, minus 6, 7 und wieder zurück auf 0, sodass wir hier positiv, negativ und da positiv haben. Das wären die Schnittkraftverläufe. Man kann das natürlich auch schöner zeigen und zeichnen, aber ich denke mal, so müsste der Momentverlauf ausreichend sein.